Outtakes. Outtake 2. So, auf ein neues. Der Toni muss noch annehmen. Scrappy Tay. Da war gerade so jemand so nett und hat, bevor es überhaupt losgegangen ist, geleftet. Also. Toni, du musst joinen. Ich hab schon nächste Einladung geschickt. Sie ist unten in einem Phone irgendwo gesungen. Grüß ihn mit seinem. Guck mal, er ist doch mal. Aber der selber ist ja nie da. Sobald du annimmst, mach ich Matchmaking open. Ja, jetzt drück schnell auf die Maustaste. Und soll hier andere rein. Scheiße, soll ich jetzt erst kriegen? Letztes Geld für die Cops. Also, ich hab noch 500.000. Erik, vom letzten Haze war das Scrappy unterstrich THE1 und so wie es aussieht, hat er wohl Internetprobleme gehabt. Der Typ? Er hat dich kontaktiert? Nein, nein, aber sieht so aus, als ob er Internetprobleme hatte, weil er ist auf alle Fälle nicht nur aus dem Heist raus, sondern komplett aus GTA Online. Von daher gehe ich mal davon aus, dass er Internetzusammenbruch hatte oder so. Oder Rage gequittet. Weil es geleckt hat. Oder weil das Boot geflogen ist. Aber das war auch irgendwie war das ein bisschen. Ich persönlich fand das ein bisschen unseriös. Level 260 und will will die Crew wechseln in die Crew von Leuten, die einfach total nicht sein Niveau sind, sag ich jetzt mal. Vom Level her und so. Und vom Erfahrungswert her. Weißt du, wie es mir bei den Hackern manchmal vorkommt? Sie wissen gar nicht, dass sie irgendwie was Illegales begehen. Das sind einfach irgendwelche Kiddies, die denken, oh, kann ich jetzt hacken? Passiert ja nichts. Mein Account wird nicht gebannt. Nein, nein, nein. Nein. Wenn mein Account gebannt wird, dann banne ich Rockstar. Dann packe ich Rockstar auf die ultimative Bannliste. I take the hide. Kannst du nicht wenigstens in Team-Chat schreiben, anstatt in All-Chat? Hi, Leute. Hallo. Hey, I'm Karo. Hi, my name is Karo. Ne, Erik. Erotik. Was? Ich hab einen Team-Chat geschrieben. Hast du was geschrieben? Ich hab nichts gelesen. Ja, dann musst du lesen. Nee, hab ich nicht mehr, leider nicht mehr weggekriegt, weil die Session schon gelauncht ist. Du musst gleich schauen. Das wirst du gleich wieder sehen. Machst du da? Ja, aber der Team-Chat wird links angezeigt und bei mir wird nichts angezeigt, dass du was geschrieben hast. Der Team-Chat und der allgemeine Chat wird da angezeigt, auch egal. Outfit. Ja, beides wird angezeigt. Aber bei mir wird nicht angezeigt, dass du was geschrieben hast. Tja. Was für ein Level hat er nochmal? View Players. Oh. Ich hab was geschrieben. Da ist man. Ja. Wo bist du? Da ist meine Karre. Ja, mal, wo ist meine Map? Hä? Ganz gegen mich und mit Vorsicht. Wie das aussieht, ey, so. Den Weg kenne ich ja mittlerweile, den habe ich auswendig im Kopf. La 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 la. Glaube ich zumindest. Ja, habe ich im Kopf. Also wir sehen uns dann am Dingsens, ne? Am Treffpunkt. Ja, ja. Hauptsache der andere Spieler muss erstmal pausieren. Fast da. Sieht immer so aus, aber Toni ist ihn fast gleich aus. Tja. Den Katzen muss. Aber auch nur. Aber auch, das wart ihr mit der Bank, oder? Aber auch nur virtuell. Ja. Und in Real Life sehen Aaron und Ino gleich aus.
Ja, von hinten seht ihr bald gleich aus. Darauf habe ich noch nicht so geachtet. Ja, einmal saß Aaron so unter unserem Tisch und ich dann so, Ino, warum sitzt du unter dem Tisch? Unterm Tisch. Ja, unterm Schreibtisch. Aaron versteckt sich da mal. Wenn er mich in so ein Zimmer eindringen will. Aber Aaron hat mehr so rotblonde Haare, deswegen steht das schon ein bisschen mehr heraus und Ina hat so köterblonde Haare, oder? Was? Oder hat er mal, keine Ahnung. Ja, Leute, ey, wo seid ihr denn? Wir beide sind schon hier und warten auf euch. Toni muss einen Umweg fahren, weißt du? Ja. Weiß ich nicht, ich fahre im Wegpunkt. Shit. Was macht der Typ da, ganz ehrlich? Los, meistens los. Nein! Nein! Oh gut, respawner. Was zum Geier ist da gerade wieder passiert? Was ist passiert? Warum bist du gestorben? Oh, warum macht ihr alle Umwege, ey? Ja, was ist ich, weil der Typ da rumrennt hier? Was hat der Typ gesagt? Ich bin gefreezed. So, los. I will take the Hydra. Die Seiten an sich ist einfach immer so genial. Nein, wer hat gepaust? Es sind nur gepaust, hat ja nichts zu bedeuten. Da ist einfach einmal einer in Escape gegangen. Wir müssen gucken. Ach, stopp, Tony ist im Wasser. Oh. Warum ist niemand, du bist gepaust? Ich bin nicht gepaust, das ist der Typ. Keine Ahnung, irgendjemand ist gepaust. Wo ist Tony? Ja, aber der Fahrer, ja, okay. Das ganze Boot ist gepaust. Das schmeißt sich in den Puppen rein, ey. Los, enter, also, oh Gott, Toni bekommt bald Anschnallpflicht, ey. Toni bekommt bald Anschnallpflicht. Wir sind unter Wasser. Wir sind in der Luft. Oh shit. Toni, wenn du noch einmal schießt, ne? Du ganz ja, ehrlich, eine Frage. Eine Frage, wie bist du gestorben? Wie kann man so viel Scheiße im Kopf haben? Wie ich gestorben bin? Ja. Wie? Weil wir sind mit dem Motorrad runtergesprungen und dann hart aufgefahren. Oh, warum fahrt ihr auch mit dem Motorrad? Wir haben nur ein Leben, das Leben ist kostbar. Warum fahrt ihr mit dem Motorrad? Das Spiel ist sowieso zu laut, ich kann ihn nicht hören. Zumindest kommt von rechts. Oh, ey, die Wellen, die sind zu hoch, man kommt gar nicht voran. Das ist so laut. Weisen pausiert, interessant. Oh Mann.
Ja, ich glaube, wenn du es so mit GTA aufnimmst, dann siehst du das Gold gern. Niemand fährst du? Ja. Ah, jemand ist der Pilot. Er hat die Pilotenmaske auf. Und also nicht, wir müssen gleich durch Gegner kämpfen. Wir haben kein Leben mehr. Ja, Sache hier. Wir müssen uns durch Gegner kämpfen. Ist doch ganz klar. Ja, müssen wir. Soweit ich weiß. Then better don't die. Use grenades. Don't use grenades. Dann sterben wir nämlich. Wenn Turing eine Granate wirft, dann ist einer von uns tot. Ja, das stimmt. Also Tony keine Granaten benutzen oder sowas ähnliches. Triffst du uns. Scheiße. Ah. Komm doch. Was ist denn? Scheiß Buch. Mann, das Buch lacht mich um. Oh, seriously. Was? Ein Schuss und nicht im Tod? Game over. Outtake 3.